Aufnahme läuft. Stream? Oh, Stream, hey, den haben wir schon lange nicht mehr gehabt. Den Stream. Der Stream läuft. Handy. Ich glaube, hier sind so viele elektronische Geräte, da macht es nicht so viel aus, wenn wir die Handys anlassen. Es ist auch eine gewisse Geräuschkulisse, glaube ich, vorhanden. Ja, ja. Das könnte durchaus sein. Tee oder Kaffee? Was hast du denn hier? Ein Zwickel. Ja, ein Zwickel, das Aktienzwickel aus Bayreuth. Sehr schönes Zeug, ist tatsächlich mein Lieblingsbier. Ja, und ich habe heute so viele Mate getrunken, dass mein Koffeinchecker hier schon rot leuchtet auf meiner Ohr. Deswegen trinke ich jetzt erstmal nichts. Ja, und wir haben einen Couch-Gag. Und der Gag besteht darin, dass wir hier eine Couch haben und es sitzt keiner drauf. Hat sich niemand getraut, alle wollen auf den Stühlen sitzen. Sehr, sehr brav. Ja, aber wir wissen ja von den Simpsons, von mindestens einer Folge, dass die Couch manchmal auch Zähne bekommt und die darauf Sitzenden verschlingt. Also ja, da wäre ich auch misstrauisch. Ja. Gut, das Intro, entweder die Hörer singen es jetzt live ein oder wir denken uns, es ist einfach. Wir müssen es uns dazu denken, glaube ich. Ja, weil gesungen wurde schon vorher, ja. Aber... Und wir sehen, einer hat nicht mitgehört und hat keine Angst vor der Couch. Das ist sehr wow. Schön. 11, 10, 9... Ignition sequence starts. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. All engine running. Liftoff. We have a liftoff. Herzlich willkommen zur Folge 83 des Countdown-Podcasts, diesmal, wie letztes Mal angekündigt, live vom Chaos Communication Kongress Nummer 35 aus Leipzig. Ich begrüße bei mir am Podcast-Tisch den Frank. Hallo Frank. Hallo Christopher. Ja, wie viel das Mal sind wir jetzt gemeinsam auf dem Kongress? Das dritte Mal. Du bist beim fünften Mal dabei und ich war das letzte Mal in Hamburg mit dabei beim Abriss, bei der Abrissparty. Ja, genau. Und dann, seitdem es hier in Leipzig ist, in Leipzig. Ja. Wir machen wie letztes Jahr wieder einen kleinen Jahresrückblick mit den Themen, die wir in den einzelnen Folgen hatten und auch so ein bisschen, was wir nicht besprochen haben. Und da wir wenig Zeit haben, fangen wir jetzt einfach sofort an mit dem Januar. Da war die Folge, das Jahr haben wir gestartet mit der Folge 64. Und da war einmal Angosat 1, der verschollen ist. Ja, da gab es einen merkwürdigen, gab es einfach einen Navigationsfehler von der Rakete und dann war der Satellit verschwunden und irgendwann tauchte er wieder auf, man konnte wieder Kontakt herstellen für eine kurze Zeit, dann fiel er ganz aus und das war es dann. Yep. War der erste Satellit für Angola gewesen. Genau, und ich glaube... Ich habe in 3 oder 4 Folgen darauf hingewiesen, dass Angola ja... bekanntlich eine ehemals portugiesische Kolonie war, bis in die 1970er Jahre. Und damit habe ich das zum letzten Mal, glaube ich, getan. Es wurde ja von den Russen gebaut, ich glaube irgendwie so Khrunichev oder so. Die haben auch versprochen, dass sie einen neuen bauen als Ersatz, aber es dauert halt noch ein paar Jahre, bis der wieder starten kann. Ja, wird eine Weile brauchen. Ähnlich wenig erfolgreich war ja Zuma und Zuma ist in dem Moment gleich auch noch im Januar endgültig für tot erklärt worden, mindestens offiziell. Inoffiziell halten sich ja bis heute Gerüchte, sogar auf YouTube tauchen ab und zu mal noch irgendwelche Verschwörungstheorien auf. Naja, das ja, übliche halt. Ich glaube, das müssen wir mal kurz noch wieder ins Gedächtnis holen, was Zuma eigentlich war. Das war ja so ein geheimes Air Force Projekt. Irgendein geheimes Air Force Projekt von Lockheed Martin, glaube ich. Das irgendwie 2-3 Milliarden gekostet hat, absurd viel Geld. Das war doch Northrop Grumman. Northrop Grumman kann sein, ja. Also jedenfalls einer dieser berühmten amerikanischen Firmen des industriellen militärischen Komplexes. Ja, das hat nicht funktioniert. Wegen dem Payload-Adapter von der Falcon 9 Rakete, der in dem Fall nicht von SpaceX kam, sondern von der Air Force bestellt wurde und der hat halt nicht funktioniert. Okay, also SpaceX trifft ja keine Schuld, oder? Genau. Ja. SpaceX hat getan, was sie sollten und der Rest ist dann irgendwie so in die ewigen Jagdgründe eingegangen. Was genau das Ding tun sollte, weiß man bis heute nicht, weil geheim.
Genau. Dann im Januar, nämlich am 5. Januar 2018, ist auch John Young gestorben. Das war der 12. Mensch auf dem Mond und Kommandant von Apollo 16, was ja die letzte Apollo-Mission war. Nee, war die 17. Apollo 17 gab es nie. Da gibt es bin ich schon wieder... Oder? Doch. Es gab sechs Landungen. Die erste war die 11. Die 13. hat nicht stattgefunden. Folglich gab es 17. Mein Internet funktioniert gerade nicht. Ich kann nicht live recherchieren. Das ist schwierig. Tja, Pech gehabt. Das ist halt auf diesem Internetkongress, wo es Internet nicht geht, ist schwierig. Ja. Hilft nichts. Müssen wir jetzt so belassen. Genau. Es gab den Februar. Ja. Ich glaube, wir haben sowieso nicht allzu viel Zeit. Nee, dann machen wir einfach weiter. Ja. Und im Februar ging es weiter in Sachen Fehlstarts. Die Ariane 5 hatte in dem Fall eine Anomalie, die natürlich unkommentiert blieb im Livestream, wie immer. Bis irgendwann ganz am Ende Stefan Israel vor die Kameras trat und sagte, dass man tatsächlich überhaupt gar nicht wusste, wo der Satellit denn eigentlich ist. Und dass man auch keinen Kontakt mehr hatte und dass man hofft, den irgendwie wieder aufzutreiben. Also so Operation erfolgreich, Patient tot. Ja. De facto hatte man ja kurz nach dem Start schon den Kontakt verloren, weil die Rakete schlichtweg in die falsche Richtung geflogen ist, nachdem man eine andere Umlaufbahn gewählt hatte. Man hatte eine supersynchrone Umlaufbahn anstatt von normalen GTO-Orbit angestrebt. Und offensichtlich gab es da bei der Programmierung einfach einen Fehler, weil es war mal was anderes, nachdem die Ariane 5 ja ansonsten immer nur Standard-Orbits einfliegt. Und das ging dann total schief. Kontakt ging verloren. Im Livestream wurde das Ganze kommentiert, als wäre nichts gewesen. Es wurde nur Telemetrie gezeigt, wo dann bloß peinlicherweise die eigentliche Live-Spur von der Rakete fehlte. Und es wurde immer so getan wie so und jetzt wird die und die Stufe abgetrennt und alles ist super verlaufen und wir hören auch schon die Bestätigung und so weiter und so weiter. Das Ganze war eine sehr peinliche Nummer. Ja. Was weniger peinlich war, war, also viele fänden es wahrscheinlich auch peinlich, Falcon Heavy ist gestartet, ja. Bekanntermaßen mit einem Tesla Roadster an Bord, der dann sehr in Szene gesetzt um die Erde kreiste, beziehungsweise sich von der Erde wegbewegte und jetzt in einem sonnensynchronen Orbit irgendwo auf der Mars-Umlaufbahn sich befindet. Jo, nicht wirklich, also auf der Mars-Umlaufbahn, das wäre zu viel des Guten. Nein, es befindet sich in einer elliptischen Umlaufbahn, die sowohl ungefähr in der gleichen Entfernung wie die Erde den sonnennächsten Punkt hat und den sonnenfernsten Punkt in ungefähr auf Höhe der Umlaufbahn vom Mars hat. Aber keine Gefahr hat, weder auf die Erde noch auf den Mars zu stürzen. Zumindest nicht so schnell und selbst wenn das Ding auf die Erde stürzt, das verglüht Ich glaube, Erde wäre nicht so schlimm wie. Würde es durch die Marsatmosphäre durchkommen? Die Wahrscheinlichkeit besteht durchaus, ja. Mhm. Aber würde halt sehr gut durchgetoastet werden. Ja. Dann haben wir noch. Man noch sagen: Die Falcon Heavy war halt die erste Version davon. Man hatte dort Raketenstufen von Block 3 und Block 4 noch gehabt. Das wurde inzwischen ausgetauscht. Man hat jetzt Block 5 Raketenstufen für die nächsten Missionen, weil nächstes Jahr stehen ja mindestens zwei an. Mhm. Ja, und die haben dann die volle Leistung. Genau. Heißen die dann noch Falcon Heavy? Es gibt doch jetzt alles... Die heißt Falcon Heavy noch. Okay, aber es gibt dann noch die Super Heavy. Die Super Heavy, das ist dann die neue Generation. Das ist die Big Falcon Rocket oder Big Fucking Rocket oder wie auch immer. Ja. Ich habe natürlich nicht vergessen nachzuschauen. Wir hatten dann noch ein Interview mit den Leuten von Pappel. Das war, wenn ich mich recht erinnere, ein Experiment zur magnetischen Fortbewegung von Ferrofluiden. Stimmt, ja. Im Vakuum. Also die haben dann so sich so gedacht, ja okay, wir können ja Flüssigkeiten dadurch transportieren, indem wir sie über Magnete flitzen lassen. Ja. Und das, wenn wir das im Vakuum machen, dann schwebt das auch und dann kann man da Blobs durch imaginierte Rohrleitungen durchfließen lassen. Ja, und das halt komplett mit magnetischen Feldern antreiben, indem man einfach irgendwie Eisenfeilspäne oder, also sicherlich nicht das, aber was ganz Ähnliches in die Flüssigkeit einbringt, ja. Genau, wenn euch das jetzt interessiert, könnt ihr nachhören. Ich glaube, Folge heißt einfach nur Pappel oder so, findet ihr auf unserem Blog. März, Starlink. Ja, wir hatten
da glaube ich, einfach etwas länger drüber gesprochen. Und Starlink, dazu gab es zwischendurch auch ein Update, dass die Konstellation etwas niedriger aufgebaut wird. Ich glaube, wir müssen immer erst, bevor wir das Thema anschneiden, kurz erklären, worum es geht. Ja. Also Starlink schon lange her, ich weiß aber ist die SpaceX-Konstellation von Internet-Satelliten, die einfach sehr dicht und sehr viele Satelliten umfassen soll. Ich glaube, 1584 sind es aktuell in der allerersten Ausbaustufe. Ja, so geplant, noch nicht im Orbit. Ja, in der ersten Ausbaustufe ist das geplant. Damals waren es noch 1600 und das war auch noch ein anderer Orbit, das war noch höher. War irgendwie so bei 1200 Kilometern oder so. Mhm. Und im März wurde mit einer Falcon 9 der erste, waren es ein oder wie viel? Zwei. Tintin A und B, glaube ich. Ja, genau, so Demonstrationssatelliten, also dass sie sich tatsächlich auch verlinken können im Orbit. Genau. Genau, das macht Sinn, dass da zwei starten. Und die waren in einem niedrigen Orbit ausgesetzt worden, also so 550 Kilometer oder so, und haben sich davon nicht wegbewegt, was so das erste Anzeichen mehr oder weniger war, dass man da andere Pläne inzwischen verfolgt hat. Und das wurde inzwischen auch bei der FCC, also der Funkkommunikationsbehörde, angemeldet und bestätigt, dass die halt in 550 Kilometern Höhe aufgebaut werden, die neue Konstellation. Mhm. Ja, die FCC ist da immer so eine ganz gute Quelle für solche Sachen, weil man muss ja für alles, was da mit Internet und Satellitenkommunikation zu tun haben. Auch mit Funk und so weiter. Es muss ja auch international erstmal beantragen. Und werden diese Anträge öffentlich gemacht und dann weiß man immer schon sehr früh oder ist einer der ersten Quellen, wenn es um solche Sachen geht. Ja, vor allen Dingen, wenn man auch relativ detailliert sagen muss, was man da eigentlich da genau machen möchte und welche technischen Geräte da zum Einsatz kommen und so weiter. Ja, das ist genauso wie diese Umweltstudien, die große Firmen machen müssen, wenn sie Sachen bauen. Da hat man ja auch schon bei SpaceX die ersten Pläne für so neue SpaceX-Erweiterungen gesehen, wo sie dann diesen retrofuturistischen Überwachungsturm sich vorgestellt haben. Ja, kann sein. Irgendwie für eine Erweiterung in Florida oder so. Ja. Also es ist auf jeden Fall so öffentliche Paper, da kann man mal öfters reinschauen. Oder auf jeden Fall sind sehr schöne Quellen für sowas. Dann im März ist auch leider verstorben Stephen Hawking. Ich glaube, wir müssen nicht erklären, wer Stephen Hawking war. War ein Mensch, der sehr viele Ideen über das Universum hatte und das auch beweisen konnte, dass das richtig war. Ja, er hat, es gibt da dieses Video, was ich sehr schön fand, wo er quasi selber nochmal über seinen Sprachcomputer so eine Art eigene Nachruf eingesprochen hat. Ich weiß gar nicht, ob das quasi für diesen Zweck aufgenommen wurde oder ob das einfach ein Zitat war. Auf jeden Fall war das sehr bewegend, nochmal mit so Bildern über sein Leben und war einfach ein sehr schönes Video, was mich sehr gerührt hat. Ja, er hatte ja auch ein Ticket gehabt bei Virgin Galactic, wollte ja ins Weltall fliegen. Inzwischen ist Spaceship 2 natürlich auch mal geflogen, bis in den Weltraum, zumindest nach eigener Definition. Ja, wenn man den Weltraum anders, das ist so ein bisschen wie dieser Witz von dem Mathematiker, wie fängt ein Mathematiker einen Löwe in der Wüste? Er setzt sich in einen Käfig und sagt, hier ist außen. Genau. Also das ist genauso, wie man sagt, man fliegt in den Weltraum. Wenn wir sagen, der Weltraum beginnt nicht bei 100 Kilometer, was ja so die international anerkannte Common Line ist, sondern es ist bei 80 Kilometern. Bei 80 Kilometern, ja. Genau. Aber das war von Anfang an noch so gesagt. Also das ist jetzt nicht erst dieses Jahr bei dem Flug so gewesen, sondern das war schon eher so gesagt, dass man 80 Kilometer als Minimum gesagt hat. Ja, es gab dann auch ein Paper, glaube ich, dass das nochmal argumentiert hat, warum es Sinn macht. Ja, das war unabhängig von Virgin Galactic. Also das muss man denen durchaus zugute halten. Der Streit existiert schon länger. Letztendlich ist die Kármán Line einfach bloß so eine Linie im Sand, schöne glatte Zahl. Ja, ist auch genau. Es ist unwahrscheinlich, dass der Weltraum genau bei 100 Kilometern beginnt. Und es kommt oft darauf an, was man eigentlich machen will. Also wenn man sagt, okay, Weltraum ist dort, wo Flugzeuge mit luftatmenden Triebwerken nicht mehr fliegen können, oder Weltraum ist dort, wo Auftrieb. Es ist so eine komische Argumentation, dass man dort nicht mehr wirksam einen Auftrieb kriegen kann. Aber ja, das kann man halt auch irgendwie was noch sehr lustig war im März, hat Trump die Space Force vorgestellt. Ja, ins Leben gerufen, mehr oder weniger, und den Auftrag zur Gründung erteilt. Und darüber machen sich Leute bis heute lustig und man ist sich nicht ganz sicher, ob das noch kommt oder was es bringt. Genau. Ich glaube, wie es aussieht. Ich erkläre das aber gerne nochmal, weil ich das
interessant finde, weil das so ein bisschen so Organisation erklärt. Also es gibt ja wie viel, es gibt die Army, es gibt die Marines, es gibt die Navy und es gibt die Air Force. Ja, genau. Gott, ich hatte mich damals da eingearbeitet, aber ich habe ja wieder alles vergessen. Es gibt vier Kategorien, in der das US-Militär aufgeteilt ist. Die Coast Guard kommt auch noch dazu und die Marines natürlich auch. Hatte ich schon, Marines. Ah, okay, gut. Genau, und dann soll quasi ein sechster Strang gegründet werden, Space Force, was so ein bisschen Aufgaben von der Air Force wegnimmt, weil zum Beispiel diese ganzen Militärsatelliten unterstehen größtenteils der Air Force, es gibt aber dann die Army und so und es die Marines haben auch noch was selber. Es gab auch noch ein Space Command, weil es gibt dann irgendwie noch eine administrative Seite, genau. Und dann gibt es die direkte Kommandoseite und das Ganze ist alles ziemlich verwirrend. Genau. Der Witz ist halt, es ist das größte Militär der Welt. Nach den Ausgaben ist ungefähr 40% des gesamten weltweiten Militärs dort organisiert und das Ganze muss irgendwie so getrennt bleiben, dass kein einziger Teil des Militärs praktisch eine wirksame Macht alleine aufbauen kann. Genau, sonst haben wir halt irgendwann Militärputsch. Genau. Das ist wirklich das, was dahinter steht und wahrscheinlich gehört die Space Force dazu, dass man sagt, die Air Force bekommt gerade zu viel Macht in ihre Hände. Und das mit dem Militärputsch in den USA, das ist gar nicht so weit hergeholt. Das war mal, ich glaube, so kurz nachdem, Reagan wurde ja mal, glaube ich, angeschossen. Da hatte er ja ein Attentat, der wurde mal ziemlich schwer verletzt Pistolenattentat. Und dann hatten, glaube ich, die Sowjets auf jeden Fall kurz geglaubt, dass jetzt so ein General, also einer von diesem Generalstab, den halt der Präsident immer hat, sich jetzt die Macht an sich reißt und nicht der Vizepräsident die Macht übernimmt. Ui. Und dann hatte man kurz geglaubt, jetzt kommt halt, das war ja eine sehr heiße Phase des Kalten Krieges, da kommt es irgendwann zum Militärputsch. Ja. Also das ist gar nicht so weit weg. Und Space Force, dieser Name ist, glaube ich, irgendwie so dadurch entstanden, dass Trump mal, also das ist ja so, Trump hält eine Rede und dann fällt ihm irgendwie sowas ein, so, wir können doch mal eine Space Force gründen, was meint ihr denn? Und dann fragt er so das Publikum findet sie natürlich grandios. Und auf einmal ist das, und dann, ich glaube, Trump weiß dann selber nicht so genau, wenn er das jetzt sagt, dann passieren da Dinge, die das dann auch Wirklichkeit machen. Und einerseits findet er das wahrscheinlich richtig geil, aber auf der anderen Seite ist es natürlich auch sehr fahrlässig. Ja, Ich bin kein US-Präsident, ich weiß nicht, wie genau das läuft. Allerdings hat er natürlich auch keine absolute Macht. Ne? Also es ist halt alles so ein bisschen mediert, aber er zeigt deutliche Anzeichen, dass er versucht, die Macht irgendwie möglichst auf sich zu konzentrieren. Ja, aber das ist ja auch genauso wie bei den Atomwaffen. Da wird ja auch immer gesagt, der Präsident kann jetzt nicht einfach willkürlich Atomwaffen abschießen, weil dann gibt es ja noch so eine Kommandoebene und Struktur. Aber das System ist halt daraufhin designt, dass der Präsident zu jeder Zeit Atomwaffen benutzen kann. Ja, und das ist quasi der einzige Zweck dieses Systems. Ja, ich weiß nicht, was Dan Carlin oder was Mike Duncan, also so irgendein Geschichtspodcaster hat sich damit auch schon viel auseinandergesetzt und gesagt, irgendwie das ist so ein gewisser Schwachpunkt. Also nach dem Zweiten Weltkrieg, als gesagt wurde, wir brauchen jetzt hier ganz dringend einen, der da den Knopf sozusagen drücken kann, haben die US-Präsidenten noch deutlich mehr Macht bekommen. Ja. Ein kurzer Funfact, da gehen wir weiter in den April. Wusstest du, dass George Washington posthum der höchste Rang des US-Militärs verliehen wurde, dass das auch niemand anderes je bekleiden kann, nämlich General of the Armies of the United States? Ui. Ich glaube, der ist nämlich, also es gibt ja Fünf-Sterne-Generäle und er ist quasi ein Sechs-Sterne-General. Okay, ja. Und das ist auch kein Rang, den nie jemand anderes erreichen kann. Fand ich spannende Sache. Gehen wir weiter in den April, da ist uns ja der Himmel auf den Kopf gefallen. Da waren wir kurz alle Majestics. Ach ja, Tiangong, stimmt. Der Himmelspalast, nicht der Himmel. War ja lange, wurde ja ewig lang breit und diskutiert bis zum geht nicht mehr. Letzten Endes ist das Ding ein Weltraumfrachter. Demnächst wird er als Tianzhou auch als Weltraumfrachter benutzt werden. Und 8 Tonnen Leergewicht und verglüht halt irgendwo. Wo ist es verglüht? Irgendwo über Südamerika habe ich in Erinnerung. Ich glaube, hinter Brasilien im Atlantik, irgendwie sowas. Ja, irgend sowas war das. Die Chancen waren eh nie allzu groß und es bleibt bei sowas auch nicht sehr viel an Teilen übrig. Es sind natürlich doch ein paar Teile. Aber wenn wir uns anschauen, wie wenig Tote es erstaunlicherweise in China gibt durch abstürzende Raketenteile,
obwohl es so wirklich regelmäßig und relativ konzentriert in einer relativ kleinen Gegend passiert. Ja, schön war es trotzdem nicht. Und die Chinesen haben ja auch daraus gelernt, also Tiangong 2, ich weiß gar nicht, ist die jetzt schon deorbitiert worden, aber nee, mindestens noch nicht, aber die Pläne sind eindeutig, dass man das rechtzeitig, also vorzeitig halt, solange wie das Ding noch funktioniert, irgendwann kontrolliert abstürzen lässt. Mhm. Und es wurde ja auch inzwischen Tiangong 3, also die chinesische Weltraumstation, angekündigt. Das ist die Tiangong 3, ist die zusammengesetzt wird das genau, erste Mal. Ja. Also eine modulare Raumstation. Ja, dann aus drei verschiedenen Modulen. Ja. Ich glaube, wir haben uns dann in den IAC-Folgen darüber noch unterhalten. Genau, da kommen wir ja später noch zu. Ja. Was auch für, sagen wir mal, Kritik gesorgt hat, war Humanity Star. Das war ja so ein geheimes Kunstprojekt von Rocket Labs, die auf... Na, von denen nicht, aber die haben es hochgebracht. Doch, nee, das war von denen. War das direkt von denen? Da gibt es auch dieses Foto, wo Peter Beck mit dieser Disco-Kugel... Aber ich glaube, der Künstler war ein anderer, aber die haben es halt umgesetzt. Ja, die haben es auch bezahlt vor allen Dingen. Ja. Also die haben das jetzt nicht irgendwie, war kein Auftrag für jemand anderes. Hm. Ja. Das ist, im Grunde kann man sich tatsächlich vorstellen, wie so ein sehr geometrischer Disco-Ball, so 1,5 Meter groß. Ja, ungefähr so ein Ding, das hier drüben in der Halle hängt. Genau. Als Nutzlast für die Elektronrakete Still Testing, die im Januar flog. Was auch erst quasi nachdem sie im Orbit war, auch bekannt gegeben wurde. Es gab dann, glaube ich, so eine geheime Kickstage, ja, die das dann noch in Orbit gebracht hat. Ja, die obere Stufe, die wurde nie angekündigt und plötzlich war sie da. Genau. Und wir wissen bis heute noch nicht, was für ein Treibstoff die eigentlich genau benutzt. Das heißt immer nur Green Propellant. Kann Wasserstoffperoxid sein. Ich tippe eher auf ADN gefärbt oder irgend sowas. Ja. Und das war einfach ein Satellit, der darauf ausgelegt war, möglichst hell zu leuchten oder möglichst viel Licht zu reflektieren. Und dann die Erklärung war dahinter so, ja, und man sieht dann das Licht leuchten und fühlt sich inspiriert, was die Menschheit so vollbracht hat. Hat vor allem da eins gesagt, nämlich, dass sehr viele Astronomen sehr verärgert waren, weil natürlich so ohne großen Grund, ehrlich gesagt. Ja. In Anbetracht dessen, dass es echt schwer war, das Ding überhaupt mal zu sehen. Ja, aber man kann, es geht ja mehr oder weniger ums Prinzip, dass, genau, dass man nicht einfach aus PR-Gründen, was es ja im Grunde war, Lichtverschmutzung im Himmel selbst betreiben sollte, weil es natürlich dazu führen kann, dass irgendein Teleskop, was Langzeitbelichtung machen will, und dann fliegt da so ein heller Fleck durch, was ja für so ein sehr empfindliches Teleskop alles versaut. Aber du, das hast du nicht nur bei Humanity Star, das hast du mit jedem Scheiß-Satelliten so. Ja, aber das... Ich bin ja lange Amateurastronom gewesen, ich habe auch so Fotos gemacht und da hat man schon öfters mal so Spuren drauf gesehen. Ja, es geht ja darum, dass der jetzt keinen anderen Zweck erfüllt, der geht ja nur darum, dass er leuchtet. Ja. Das war jetzt auch bei diesem, was jetzt auch gar nicht gestartet wurde, Sherpa, dieser Space Tag. Der wurde jetzt gestartet. Genau, da war auch so ein Kunstprojekt, so ein großer Obelisk, der auch sehr hell leuchten sollte. Und das hat auch viele verärgert. Also das ist immer so ein bisschen die Frage, klar, Kunstprojekte im Weltall sind eine interessante Geschichte, ist auch so ein Feld, was noch nicht so groß genutzt wird, aber was immer wieder Thema wird. Ich hätte ja gerne eine Raumstation oder irgendeine Installation, die so ungefähr einen Kilometer groß ist, so dass man mit bloßem Auge sehen kann, das ist nicht nur ein Punkt, sondern das ist ein Ding, das da oben über einen drüber fliegt. Und ich glaube, wenn wir dann auch die ersten Weltraumteleskope irgendwie woanders verstationiert haben, dann ist es doch egal, was man von der Erde aussieht. Also naja, so ganz egal ist es nicht. Nee. Ja, also es ist ein polarisierendes Thema. Und aber es war der erste erfolgreiche Flug von der Electron-Rakete, was den Leserzahlen nach zu urteilen bei Golem irgendwie kein Schwein interessiert, aber das ist mir egal, ich schreibe trotzdem drüber. Ja, solange sie dich bezahlen. Genau. Die Electron-Rakete ist etwas besser geworden, ist jetzt dieses Jahr irgendwie 3-4 Mal gestartet. Dreimal zum 4. Mal insgesamt, der erste ist ja letztes Jahr fehlgeschlagen. Und nächstes Jahr haben die, glaube ich, vor 12 Mal zu starten, also jeden Monat einmal. Ja, die haben ja auch ein... Inklusive eine Mondmission, also es ist schon... Was bringen sie dorthin? Ist das Moon Express oder... Ja, Moon Express. Genau. MX-1. Genau, was ja auch dieses Jahr war, dass der Google ohne X-Preis eingestellt wurde. Ja. Glaube ich, ziemlich am Anfang und des Jahres. Wir müssen irgendwann mal noch hier nach Marzahn. Berlin-Marzahn. Part-Time-Scientists, ja. Ja, ja. Aber da brauche ich moralische Unterstützung dazu, weil ich... was soll ich sagen? Also ich war vor 2 Jahren mal bei denen
Und ich glaube, seitdem hat sich bei denen nichts getan. Und bevor ich da in Zynismus überquelle, brauche ich da irgendwie moralische Unterstützung. Was auch im April stattgefunden hat, war der Inside-Start und jetzt vor ein paar Wochen war auch die Inside-Landung. Ja, auf dem Mondstaub und abgesetzt wurde auch schon das Seismometer. Auf dem Mondstaub? Auf dem Mondstaub, genau. Auf dem Mondstaub, den man extra auf den Mars gebracht hat, damit dieser Satz jetzt richtig ist. Das war einfach versprochen. Ich hab mich versprochen. Ja, okay, also. Es geht darum, dass er auf dem Mars gelandet ist inzwischen. Ja. Und natürlich auf dem Marsstaub und dort Marsgestein gefunden hat. Sehr wenig zum Glück. Und man hofft einfach, dass jetzt unter dem Staub, den man größtenteils sieht, nicht zu viel Gestein lauert, damit der Maulwurf, HP3 oder wie sich das Experiment nannte, dort auch eingraben kann in 3 bis 5 Meter Tiefe. Das Seismometer ist abgesetzt. Ich weiß noch nicht, ob die Käseglocke schon drauf ist oder nicht. Ja, ist schon drauf. Das haben sie mit Käseglocke abgesetzt. Nee. Die Käseglocke, die ist nochmal extra. Ja, aber die Käseglocke aber ich habe Fotos gesehen, wo die Käseglocke abgesetzt wurde. Okay. War das wirklich so rund und shiny, so wie eine Käseglocke? Ach nee, also das Seismometer ist an sich auch so halbrund. Ja, das ist so grob rund mit ein paar Polygonen und so, aber das ist noch nicht so. Das ist aber noch nicht die Käseglocke. Genau, die Käseglocke, die ist schön aerodynamisch, damit da möglichst wenig Vibrationen durch Wind irgendwie entstehen können. Also das ist nochmal speziell geschützt. Also da überlässt man wirklich nichts mehr dem Zufall, nachdem Viking 2 schon einige negative Erlebnisse gemacht hat. Übrigens, wir hatten, glaube ich, in der letzten Ausgabe über die Töne vom Mars gesprochen. Mhm. Das kam nicht von einem Mikrofon, sondern es kam von diesem seismischen Instrument, das einfach nur die Schwingungen des Landers aufgezeichnet hat. Ja, das waren auch sehr niederfrequente Töne. Also das Video vom JPL, da haben sie dann gesagt, okay, so klingt das jetzt normal und wir machen jetzt mal ein paar Oktaven jetzt höher. Dass man das auch tatsächlich wahrnehmen kann. Du hattest ja auch gesagt, dass der Enno Lenze das mit seinem... Nicht der Enno Park. Enno Park, genau, der mit seinem Cochlea-Implantat das gar nicht hören kann, weil das ja erst ab der höheren Frequenz anspringt. Ja, also die Frequenzen waren so im Bereich von 20 bis 40 Hertz ungefähr. Also was wirklich das Unterste ist, was wir noch so als Menschen wahrnehmen können. Also ich glaube, es geht bis 16 Hertz bei Menschen. Und 30 bis 40 ist da nicht viel und die Cochlea-Implantate fangen erst so bei 160 Hertz an, überhaupt irgendwas zu piepen. Dann gehen wir mal, Mai habe ich jetzt mir komischerweise nichts aufgeschrieben, aber gehen wir einfach mal in Juni wieder zum Mars, da hat es nämlich ganz schön gewindet, beziehungsweise war nicht so stürmisch, aber sehr neblig. Es war sehr stürmisch. Es hat den ganzen, also für den Mars. Es hat den ganzen Planeten wieder mal eingehüllt, was öfters mal passiert, also nicht öfters mal passiert, aber so halt in halbregelmäßigen Abständen alle paar Jahrzehnte mal. Das war irgendwie auch in den 70er Jahren, als einige Mars-Missionen, unter anderem die russische oder besser gesagt sowjetische Mars 3 unterwegs war. Und eine der Mariner-Sonden war auch unterwegs zu der Zeit, wo halt plötzlich einfach der ganze Planet in Staub eingehüllt war. Und blöd gelaufen, was soll man sagen. Kommunikation ist dadurch, glaube ich, abgerissen. Es kann auch an anderen Grund gelegen haben, aber ich glaube, das war deswegen, weshalb der Lander dann nicht mehr kommunizieren also konnte. Also der von Mariner? Nee, der von Mars 3. Wie hieß der? Der hieß Mars 3 einfach. Achso, okay. Da war auch so ein kleiner Rover drauf, der kein Rover ist, sondern eher ein Kriecher. Und der ist dann leider nie eingesetzt worden. Das Ding hat nur irgendwie 30 Sekunden oder so auf der Mars-Oberfläche überlebt und angefangen, ein Bild zu übertragen, wo auf dem aber nichts zu sehen war. Okay. Bei diesem Marssturm haben wir jetzt ja auch bisher einen Verlust zu beklagen, nämlich Opportunity, der sich bisher noch nicht gemeldet hat. Ja, und die Chancen sinken immer weiter. Mhm. Die Suche soll noch weitergehen bis Anfang irgendwann im Januar und im Januar soll man dann wieder beraten, ob man noch weiter aktiv sucht oder einfach nur wartet, ob er sich von alleine mal meldet und
Es sieht immer schlechter aus mit genau. jedem Tag, wenn man ganz ehrlich ist. Das haben wir auch sehr detailreich beschlossen, was da passiert. Also, dass das halt, wenn der Mars stürmt, dann ist so wenig Licht da, dass die Opportunity noch nicht mal die innere Uhr am Leben halten kann. Ja. Und dann auch nicht weiß, wenn er wieder aufwachen würde, wo die Sonne gerade steht, die Erde gerade steht, ja. also wo er in seine Antenne ausrichten muss. Und deswegen ist quasi die Verbindung wiederzufinden und dann einmal quasi die Uhr wieder auf die richtige Uhrzeit einzustellen, schwierig. Ja. Also es war wirklich dunkel wie ein Bärenarsch auf dem Mars. Ja. Obwohl am helllichten Tag, also es war wirklich richtig dunkel und richtig große Staubwolken. Und ich hatte damals auch erklärt, wie die Staubwolken entstehen. Das ist ein relativ interessantes und spannendes Thema sogar. In der Folge. Ja, okay. Ich vergesse das ja immer. Bei wem es nicht gestürmt hat, aber der noch mit dem einen oder anderen Problem zu kämpfen hatte, war Alexander. Es war eine stürmische Mission. Alexander Gerst, unser Mann im Weltall. Nein, nicht unser Mann in Hollywood, sondern unser Mann im Weltall. Der ist gestartet und auch wieder gelandet erfolgreich dieses Jahr. War seine zweite Mission, das erste Mal als ISS-Commander und auch das erste Mal, dass ein deutscher ESA-Astronaut ISS-Commander war. Ja, was er nicht alles zu kommandieren hatte, ne? Ja. Das hätte mit Sicherheit auch keiner gedacht. Genau. Zum einen hatten wir dann, also Soyuz MS-9 hatte ja bekanntermaßen das Leck, ja. Ich glaube, die bisher gängige Theorie war, dass beim finalen Zusammenbau jemand aus Versehen ein falsches Loch gebohrt hat und dann zugekleistert hat. Ja. Und wir hatten dann darüber geredet, dass wenn Sachen dem Vakuum direkt ausgesetzt werden, dass sie Feuchtigkeit verlieren. Ja. Und dadurch diese Spachtelmasse, also wahrscheinlich keine handelsübliche Spachtelmasse, sondern... Ja, wahrscheinlich schon doch. Also wahrscheinlich hat man dort einfach irgendwie so einen einfachen Zwei-Komponenten-Kleber oder sonst irgendwas genommen, um das zuzustopfen. Genau, und der ist dann im Kontakt mit dem Nicht-Kontakt mit dem Vakuum ausgetrocknet und ist dann einfach geschrumpft und hat sich dann verabschiedet. Und das Loch haben sie dann wieder gestopft. Ja. Diesmal richtig, mit dafür qualifizierten, Genau, es gibt Exas, wie mit dem richtigen Epoxy. Genau, da kamen sehr interessante Instrumente mal zum Einsatz, nämlich einerseits ein Ultraschall-Leckfinder. Ja. Das ist wie so ein Rüssel, den man dann halt in den Raum hält und dann kann man hören, wo quasi die Luft pfeift. Ja. Und dann kann man quasi das Leck finden. Und dann hatten sie auch so ein Reparaturset. Also wie man beim Fahrradschlauch so ein Reparaturkit hat, hatten die auch. Das mussten sie auch erstmal suchen, weil sie es wahrscheinlich irgendwo verlegt hatten. Und wie wir dann später... Ich glaube, man hatte zwei irgendwie. Das erste hat nicht so richtig funktioniert. Dann hat man noch das zweite gesucht. Genau. Und hat dann beim ersten festgestellt, nee, hier gerade dieser Leckfinder, da war die Kopfhörerbuchse irgendwie kaputt und so. Ganz kurze Korrektur. Ich erinnere mich gerade, beim MS-9-Leck war er noch nicht Kommandant. Da war noch der Amerikaner Kommandant. Ah, stimmt. Ja, kann sein. Nur damit uns da niemand aufs Dach steigt. Das war nämlich auch interessant, weil eigentlich hatte ja der Kommandant so das letzte Sagen, was jetzt gemacht wird. Aber da das Leck in einem Soyuz-Raumschiff war, hatten die Russen jetzt die Hoheit und konnten sagen, was gemacht wird. Ja, ist ja auch sinnvoll. Also muss man ganz ehrlich sagen, wenn in einem russischen Raumschiff, wo die ja ausgebildet sind, wo die auch direkt Rücksprache mit Konstrukteuren und so weiter ohne Übersetzer in der Muttersprache halten können, das sollte man wirklich so machen. Also wenn es ein spanisches Raumschiff wäre und da wären spanische Leute oben gewesen, dann würde ich auch sagen, lass die das mal entscheiden. Die können sich sehr viel schneller und sehr viel besser miteinander unterhalten, worum es denn da gerade geht. Was würde ich jetzt so sagen? Genau, Sie haben es ja auch jetzt mal von außen sich angeschaut dieses Jahr. Ja, das war, indem man sehr viel Müll in den Weltraum rausgeschmissen hat. Ja gut, was wahrscheinlich jetzt schon wieder verglüht ist. Ist es auch, ja. Ja, man kann sich das so vorstellen, als würde man mit einer Geflügelschere in einen Teddybär reinschneiden. Die ist ja von außen mit so einer Schutzbeschichtung beklebt, was halt so auch so Mikrometeoriten, nee, Moment, erstmal kommt so eine Decke, dann kommt jede Menge Isolationsmaterial und dann kommt irgendwann ein Mikrometeoritenschild oder war das sogar außen, ich weiß nicht. Also dieses Schild ist einfach bloß eine etwas dickere Alufolie letzten Endes.
Und dieses Isolationsmaterial ist einfach rausgeflogen. Ja. Und das war ein sehr seltener Anblick, dass das machen Astronauten eher seltener, dass sie ins das Raumschiff, mit dem sie noch zurückfliegen wollen, reinschneiden. Ja. Von außen mit einer Schere. Aber dadurch, dass ein Teil ist, in dem die sich sowieso nicht aufhalten während der Zeit und das Ding auch abgesprengt wird, ist das alles relativ unkritisch gewesen. Ja, alles immer relativ, aber war doch dann nicht so wild, wie es aussah. Kurze Anmerkung noch zum Meteoritenschild. Der Sinn und Zweck davon besteht praktisch darin, dass der Mikrometeorit da reinknallt und praktisch zerplatzt, sobald das darauf trifft. Also das hat ein Loch, aber was hinter dem Loch rauskommt, da sind verschiedene Trümmerteilchen von diesem Mikrometeoriten zusammen mit Trümmerteilchen von diesem Schild, die aber insgesamt weniger Energie haben. Mhm. Also beziehungsweise die halt die Energie unter sich aufteilen. Und dann von der dahinterliegenden Wand viel leichter aufgenommen werden können, sodass man halt kein so schlimmes Loch hat. Ja. Genau, im Juni ist auch noch Tiangong, du kannst Chinesisch, ich nicht, Tiangong 2 gestartet. Also normalerweise werden die O's wie O's ausgesprochen, aber bei Gung ist es halt Ung. Okay, also Tiangong 2. Da haben sie auch jetzt nichts Spektakuläres gemacht, waren halt oben. Waren besetzt. Ja. Genau. Haben die Tianzhou-Frachter getestet, ja. Automatische Docking-Manöver, mehrfach sogar, hatten Begleitsatelliten dabei, die das von außen fotografiert haben. Und alles sowas. Genau. Wir haben nur noch Vorbereitung halt auf die richtige chinesische Raumstation. Na, wir haben noch nur 25 Minuten, deswegen gehe ich ein bisschen schneller durch. Wir haben noch ein halbes Jahr, genau. Genau, wir haben noch ein halbes Jahr und 25 Minuten. P-120-Test im Juli. Ja, das ist der Feststoffbooster von der Ariane 6-Rakete von der ESA. Und wird dann den ersten richtigen Live-Test nächstes Jahr haben, in Verbindung mit der Vega C. Vega Consolidated. Und Consolidated heißt halt, dass die Vega den gleichen Feststoffbooster benutzt wie die Ariane-Rakete. Genau, also bei der Vega wird es einfach unten dran geschraubt und bei der Ariane an die Seite. Vorteil des Ganzen: 50% mehr Nutzlast. Zusammen mit, also der P120, ja genau. Was da alles passiert ist, der P120 ist anderthalb mal so groß wie der P80, der davor dran war. Darüber kommt die C4O 40 Stufe, früher war das eine C4O 23 Stufe. Einfach ein bisschen mehr, 50% mehr Treibstoff halt auch. Der Rest bleibt oben, Moment, da kommt noch eine C4 und 9 Stufe und darüber kommt die AWOM Plus Stufe und die ist ein kleines Stück größer. Okay, also alles größer und alles schneller, alles stärker. Ja, Oberstufe Vega-Rakete aus der Ukraine, sollte man immer mal dazu sagen. AWOM ist aus der Ukraine? Ja. Okay. Ukrainisches Stück Technik, das mit einer ESA-Rakete fliegt, die hauptsächlich von den Italienern gebaut wurde und ohne die Italiener auch nicht existieren würde. Ist die Ukraine eigentlich in der ESA? Das weiß ich gar nicht. Nee. Okay. Dann August, Orbix aus Schottland. Orbix ohne Zucker. Der alte Witz. Ja, der alte Witz finde ich immer noch toll. Orbix ist eine britische Firma, die eine eigene Rakete herstellen möchte und die gerne von Schottland aus starten möchte. Zusammen unter anderem mit einer anderen Rakete, die von letzten Endes Zusammenschluss aus Rocket Lab mit der Elektron-Rakete, die erste Stufe, bestehen soll und eine Oberstufe, die von Lockheed Martin aus der UK gebaut werden soll. Interessante Kombi. Lockheed Martin ist zwar eigentlich eine amerikanische Firma, aber ich glaube, die kommt aus der UK und hat da auch immer noch so ein Geschäftsteil, der aus der UK ist. Und naja, dann ist es halt plausible deniability, dass es halt aus der UK kommt, also aus Großbritannien. Und nachdem die Schafscherer und Schafhirten dort ihre Einsprüche bekannt gemacht haben, weil sie halt nie gefragt wurden, ich weiß nicht, inwiefern da immer noch Klagen anhängig sind oder ob das jetzt inzwischen durch ist. Ich hatte irgendwie so gehört, es wäre jetzt durch. Aber hier, wo gibt's die Kühe? Irland und Neuseeland. Nee, bei der Raketenstation. Es gibt doch einen Raumfahrtbahnhof mit Kühen. Das war in Texas? Genau, das war in Texas. In Texas bei SpaceX, die Raketenkühe. Genau. Ja, genau, die dann auch. Die Schafe
spielten eine Rolle bei Rocket Labs beim letzten Start. Da wurde gefragt, wurde gesagt, okay, nach den ganzen Umfragen hier, alles okay, check das. Und dann am Ende hieß es ja, eine informelle Umfrage bei den Schafen hat auch ergeben, dass sie bereit sind. Dass sie bereit sind. Das fand ich cool. Dann Folge 77 im August haben wir über das neue chinesische Radioteleskop gesprochen. Genau, das Radioteleskop auf der einen Seite, FAST, das 500 Meter irgendwas. Also nicht das größte Single-Dish-Radioteleskop der Welt zurzeit. Ja, das auch schon ein paar Pulsare entdeckt hat, was man halt so macht, um zu sagen, hey, wir sind nicht überflüssig. Ja. Die haben ja tatsächlich auch im Umland um dieses Radioteleskop auch nicht wenig, ich glaube eine vierstellige Zahl von Leuten umgesiedelt. Wie viel da von den versprochenen Entschädigungszahlungen tatsächlich bei den Menschen angekommen ist, weiß ich nicht, ehrlich gesagt. Mhm. Es ist aber bekannt, dass das in China nicht immer, dass die offiziellen Zahlen nicht immer den inoffiziellen entsprechen. Ja. Ja, und natürlich das Weltraumteleskop, was dann zur chinesischen Weltraumstation gehören soll. Und es wurde mir von chinesischer Seite auf dem IRC versichert, dass das so um 2023 immer noch geplant ist, 2023 so rum. Und das ist ein Weltraumteleskop, ein klein wenig kleiner als Hubble, aber dafür mit einem im Vergleich zu Hubble riesengroßen Gesichtsfeld von, ich glaube, etwas mehr als einem Grad, anstatt von, waren es 3 Bogenminuten oder waren es 8 Bogenminuten? Jedenfalls, nee, ich glaube 3 Bogenminuten. Beim Hubble. Wie verhält sich Bogenminute zu Grad? 60. Also eine Bogenminute ist ein Sechzigstel von einem Grad. Okay, es gibt dann auch nur die Bogensekunde, die dann ein Sechzigstel der Minute ist. Du hast vollkommen recht. Ist ein Survey-Teleskop, das halt eine komplette Himmelsdurchmusterung machen soll in noch nie gekannter Auflösung. Genau, und das ist ja, die planen das ja auch, dass man das von Tiangong 3 dann aus reparieren könnte. Genau, also das Ding soll im gleichen Orbit fliegen wie die Raumstation. Mhm. Und wenn dann mal eine Crew auf der Raumstation ist, kann denen dann halt auch gesagt werden, hey, wir haben euch doch am Boden beigebracht, wie man dieses Weltraumteleskop wartet, macht das mal. Genau, und dann docken die an und dann... Genau. Oder fliegen rüber, ich weiß nicht, wird angedockt? Ich glaube, wird angedockt. Also okay. Die haben da ja sicherlich auch einen Greifarm oder sowas dabei. Und dann können die das direkt dort machen, ohne dass extra ein Space Shuttle hochfliegen muss, bloß dafür. Ja, also gar nicht so dumm. Sind wir im September, da haben wir zum einen mal, wer hat das gemacht? Aerojet Rocketdyne. Genau. Das AR-1 eingestellt hat. Ja, das war so dieser Nachbau von dem Hauptstromtriebwerk, also Kerosintriebwerk im Hauptstromverfahren. Ihr wisst ja, es gibt ja immer das Problem der Turbopumpen, die den Treibstoff in die Triebwerke reinbringen müssen gegen ziemlich hohen Druck und davon vor allen Dingen verdammt viel immer ein paar hundert Kilogramm pro Sekunde und so weiter. Das verbraucht echt viel Leistung. Und da ist man auf den Trick gekommen, dass man die Abgase direkt einfach in der Brennkammer mit verbrennen kann, weil da ziemlich viel Kerosin mit übrig bleibt dabei. Weil ansonsten würde es einfach ein Schweißbrenner sein, wenn man einfach im perfekten Verhältnis Kerosin mit Sauerstoff mischen würde. Was ja das Prinzip von einem Schweißbrenner ist. Ne? Du hast Brennstoff und du hast Sauerstoff und mischst das Ganze im perfekten Verhältnis. Und dann hast du einen Schweißbrenner. Also könnte man aus dem Schweißbrenner einen Raketentriebwerk bauen? Wenn du eine gut gekühlte Brennkammer dahinter packst. Und du hast dann keinen allzu großen Brennkammerdruck, aber im Prinzip schon. Eine sehr kleine Rakete, aber es wäre... Ja, nur für Vakuum geeignet. Sondern hier auf dem Hacker-Kongress, soll doch mal jemand machen. Dann brauchst du aber Vakuum. Kriegen wir irgendwo schon her. Na gut. Ich glaube, der Baumarkt hat noch offen. Gut, dann die GEM 63, hier steht immer 36 in den Shownotes. Was die neuen Feststoffbooster von der Vulkan-Rakete sein sollen. Also einfach. Von der ULA ist das. Genau. Das sind die kleinen Feststoffbooster, die ringsrum an die großen Raketen bei den amerikanischen Raketen angeordnet werden sollen. Und das ist einfach eine größere Variante davon. Und es wurde angekündigt, es wäre der größte der Welt. Und da musste ich Tory Bruno korrigieren auf seinem Twitter-Feed. Die größte ist der P120, größte monolithische. Und daraufhin meinte er, na gut, aber es ist der längste. Und ich glaube, die Ausgabe hieß dann auch, wer hat den längsten oder so. Ja, ja.
Und der letzte Flug der Delta II war auch im September. Ja, der allerletzte. Delta II-Rakete hat ja eine lange, lange Geschichte. Geht zurück auf die Thor-Rakete aus den 50er Jahren, die damals entwickelt wurde, damit man aus Großbritannien Atombomben auf Russland schmeißen kann. Hört es euch an, ist eine schöne Geschichte. Wir haben, glaube ich, nicht mehr die Zeit, um jetzt darauf wirklich nah einzugehen. Genau, Delta-2-Rakete, eine der großen und wichtigen Raketen, mit denen sehr, sehr viele NASA-Missionen gestartet wurden. Genau, jetzt kommen wir ja zu unserem Klopper, nämlich im Oktober waren wir ja eine Woche lang auf dem Internationalen Astronautischen Kongress in Bremen. Ja. Und wir haben jetzt mal drei Highlights rausgepickt, nämlich zum einen haben wir sehr lange mit der chinesischen Firma geredet, nämlich Landspace. Ja, die damals kurz vor dem ersten Raketenstart standen, die Tu-1, was letzten Endes der Feuervogel mehr oder weniger das chinesische Äquivalent des Phönix ist. Und die Rakete ist geflogen und es hat nicht geklappt. Die ersten beiden Raketenstufen entstammten der Dongfang 26. Ostwind 26, was, wie man leicht hört, eine militärische Rakete ist, und anstatt von Atombombe stand dann halt oben ein Satellit und eine dritte Stufe, und bei der hat irgendwie die Steuerung versagt. Wahrscheinlich irgendwie so ein Hydraulik-Ding, was halt öfters mal passiert. Hat nicht geklappt. Es soll, glaube ich, nicht wiederholt werden. Aber sie hören jetzt nicht komplett auf, sondern gehen gleich zur nächsten Version weiter. Exakt, ja. Ja, dann hast du es nur noch hier Berlin Space Technologies rausgepickt. Ja, Berlin Space Technologies war halt so die große Entdeckung für mich beim IAC. Ich werde auch einen Vortrag halten hier noch auf dem Kongress am vierten Tag um 14 Uhr hinten Chaos West Bühne, und das Ding ist riesig. Ich habe da ein wenig Bammel vor. Ja, wir haben nicht so viel Zeit, red weiter. Ja, es ist eine sehr pragmatische Firma, die Satelliten baut, die letztens auf dem Standardbus aufbauen, und die sind gerade dabei, eine Firma, eine Produktionsanlage in Indien aufzubauen, was einfach daran liegt, dass die bis jetzt die meisten Satelliten mit indischen Raketen gestartet haben und dort einfach sehr gute Kommunikation mit denen haben und dann Joint Venture geschlossen haben, witzigerweise mit einer Pharma-Firma. Mhm. Ja, die meinte, wir müssen uns diversifizieren. Ah, okay, also Portfolio erweitern. Ja, ja. Irgendwann in den nächsten Monaten kommt auf jeden Fall eine längere Ausgabe mit ein paar Tonproblemen, für die ich mich entschuldige, die aber das alles besprechen. Wo du ein Interview mit Berlin Space Technologies gemacht genau, hast. Genau, ja. Und dann hast du noch was aufgeschrieben, was wir jetzt gar nicht auf dem Kongress besprochen hatten. Genau, ich habe dort koreanische Raketen gesehen. Ich weiß schon gar nicht mehr, wie die heißen. KSLV-2, glaube ich, ist das. Die ja einfach vorgestellt wurden, die hat jetzt den ersten Testflug hinter sich, noch nicht in der endgültigen Fassung, da soll noch eine dritte Stufe oben drauf kommen, aber die ersten zwei Stufen wurden, glaube ich, getestet, oder war es die zweite und die dritte Stufe, oder irgendwie, jedenfalls noch nicht komplett, aber das Wichtigste ist, die haben dort einen ein Kerosintriebwerk, ähnliche Ausführungen von der Größenordnung her wie das Merlin-Triebwerk von SpaceX, und die wollen daraus eine Rakete bauen, die vier von den Triebwerken in der ersten Stufe hat, ein weiteres in der zweiten Stufe und noch ein kleines Triebwerk oben in der dritten Stufe, was dann eine koreanische Rakete halt ist. Gut, gehen wir weiter in den November. Da hatten wir das zweite große Soyuz-Problem, nämlich Soyuz MS-10 hatte einen Fehlstart. Ja, seltenes Ding. Also ist lange, lange nicht mehr passiert. 83 war das letzte Mal, dass ein Startabbruch stattgefunden hat mit einer Soyuz-Rakete. Nee, das war 83, war doch Challenger, oder? Nee, 86. 86, also es war auf jeden Fall der letzte große Startabbruch seit der Challenger-Mission. Ja, also lange, lange her. Aber ja, Sicherheitssysteme haben sehr gut funktioniert. Ja. Was schon mal mehr ist, als das Space Shuttle von sich jemals behaupten konnte, weil die waren da einfach nur nicht drin. Gleiches Ding wie in Fukushima, wenn du keine Sicherheitssysteme einbaust, können sie auch nicht funktionieren. Ja, aber können sie auch nicht fehlschlagen, das ist der Trick. Ja, dann können sie auch nicht funktionieren, super.
Juhu. Ich höre Titel durch Ignoranz, genau. Genau. Das gleiche Problem habe ich ja auch mit Virgin Galactic, mit dem Spaceship Tour, weil wenn da irgendwas schief geht, dann zerbricht das dir das Ding halt, was wir auch schon gesehen haben. Ja. Zum Glück ist dort auch niemand groß verletzt worden. Also es waren auch nur zwei Kosmonauten an Bord. Der dritte wurde eingespart. Genau, der dritte wurde eingespart. Genau, es war ein Astronaut und ein Kosmonaut. Und beide sind sicher gelandet. War natürlich eine ruppige Landung, aber sie hatten auch keine größeren Verletzungen. Also keine. Ich glaube, die Landung war nicht so ruppig, aber der Abbruch war erstmal recht ruppig. Das sind harte G-Kräfte, die dann auf einmal auf einen wirken. Ja. Aber es war noch relativ sanft im Vergleich zu dem letzten Abbruch, wo, glaube ich, so über 10G oder so genau worden. Es gibt eine Geschichte, wo es zu einem Startabbruch kam, wo die Rakete auf dem Pad Feuer fing, eine Soyuz-Rakete, und dann die Kosmonauten, die gab's auch noch, ja, weggeschleudert wurden. Da haben sie dann nach der Landung das Tonband, was in der Kapsel zu Sowjetzeiten immer mitlief, ausgemacht, damit sie schon mal richtig abfluchen konnten auf das auf die sowjetische Raumfahrt. Dann haben sie es wieder angemacht. Ja, also sie hatten auch keine Knochenbrüche, was ich so erwartet hätte, so bei so einer Notlandung, dass man sich irgendwie verletzt, aber sie konnten ja auch schnell wieder laufen, also sind ja dann auch selbstständig irgendwie dann von diesem Unfallort weggelaufen, also abgeholt worden, aber konnten selber laufen. Ja, aber ich glaube, die waren dann noch längere Zeit in ärztlicher Betreuung, ja, und klar, so weiter, weil man hat dann Verletzungen trotz allem, die erstmal ausheilen müssen. Genau. Man hat dann auch, Roskosmos hat dann auch das Video veröffentlicht, wo der Fehler gezeigt wird, nämlich dass ein Seitenbooster sich nicht richtig gelöst hatte und dann quasi nur unten losgegangen ist. Und dann nicht damals, sondern dieses Mal, ja. Genau, und ist dann quasi so ein Pendel, hat es ausgeschlagen und wieder zurückgeschlagen und dann halt voll in den zentralen Booster rein, und das hat halt zu einer Rapid Unschedule Disassembly der Rakete geführt. Genau. Ja, die Zentralstufe hat sich einfach zerlegt, und daher kam dann auch die große Sauerstoffwolke. Ja. Und ich habe dann mal wieder gelernt, dass ich doch viele Dinge auch nicht einfach so weiß, weil ich hatte gedacht, also es gibt immer bei dem Brennmann, vor der Stufentrennung gibt es dann immer so einen kurzen Moment, wo eine große Wolke mal kurz entsteht. Und ich hatte gedacht, das wäre ein erstes Anzeichen einer Fehlfunktion gewesen. Aber das Problem war schlichtweg, ich hätte mir davor mal ein paar andere Starts anschauen sollen. Weil das wird auch passiert. Ja. Ich bin nicht unfehlbar. Ja, das wissen wir mittlerweile. Dann sind wir im Dezember, da haben wir noch ein paar Falcon X-Themen, die wir jetzt ganz schnell abhandeln. Falcon X-Themen, genau. Ja, Space 9 und Falcon X. Genau. Ja, Falcon 9 hat eine Wasserlandung gemacht, lange nicht mehr passiert. Wir haben es vorhin, glaube ich, vergessen zu sagen, bei der Falcon Heavy. Da hat es natürlich eine Wasserlandung gegeben bei der Zentralstufe. Davon gibt es auch ein Video, wie sie knapp neben dem Drohnenschiff unangespitzt in den Boden gerammt wird. Bei der Falcon 9 hier war das aber sehr schön. Das war nämlich so, die Falcon 9 sollte auf der Landing Zone 1, also an Land, landen, und hat dann festgestellt, ach, das schaffe ich nicht mehr ganz, weil ein Gridfin geklemmt hat und die Hydraulikflüssigkeit ausgegangen ist. Und dann lande ich mal auf Wasser, das haben sie auch so einprogrammiert, dass sie das so korrekt machen. Nee, die Hydraulikflüssigkeit war noch drin, aber die Pumpe, die unter Druck gesetzt hätte, die hat nicht mehr funktioniert. Ja, genau, so war das. Und dann ist sie sehr kontrolliert erstmal Richtung Wasser geschwebt, und dann kurz vor der Landung hat sie dann, obwohl die gar nicht nötig gewesen wären, die Landefüße ausgeklappt. Die waren dann nämlich doch nötig, um eine Art Ballerina-Effekt zu erzeugen. Also das kennt man ja, wenn man quasi sich irgendwie beim Eisschnelllauf irgendwie die Arme ausgestreckt hat und da zusammenzieht, dann dreht man sich schneller, und das ist genau der gegenteilige Effekt, tritt ein, wenn man die Arme dann ausstreckt, dann dreht man sich nämlich langsamer. Und so konnte quasi die Falcon 9 durch das Ausklappen der Landefüße die eigene Rotation abbremsen. Genau. Und jeder, der einen Bürostuhl hat, mit dem man sich drehen kann, was wir hier leider nicht haben, kann das Ganze sofort nachvollziehen. Genau. Und ist dann auch gelandet, natürlich dann auch umgefallen, aber war dann noch intakt, verhältnismäßig unbeschädigt, wurde eingesammelt und abgeschleppt wie jede andere Falcon 9 Booster-Rakete. Und es gibt auch schon so Gerüchte, dass sie die nochmal starten wollen für so ein eigenes SpaceX-Projekt. Ja, ob da was raus wird, ist eine zweite Frage. Ja, aber es gibt andere Fotos, wo die umgefallen sind und sofort explodiert sind. Ja. Wozu wir noch nicht gekommen sind bei der letzten Ausgabe, sind Neuigkeiten über die Super Heavy und das Starship.
weil da ist jetzt bekannt geworden, dass sie aus Stahl gefertigt werden soll. Wir erinnern uns, bei den ersten Ankündigungen vor 2 Jahren, ich glaube 2017, war nicht nur ein allererster Test von einem Raptor-Triebwerk dabei, sondern auch wurde präsentiert ein großer Treibstofftank aus Kohlefaser. Und der Plan war eigentlich, das ganze Raumschiff und auch die Rakete aus Kohlefaser zu bauen. Und jetzt ist man dabei, das Ganze aus Stahl zu bauen. Mhm. Und das macht deswegen Sinn, weil Stahl bei hohen Temperaturen stabiler bleibt als so Kohlefasermaterial. Und beim Wiedereintritt, gerade bei der Raketenstufe, entstehen halt relativ hohe Temperaturen. Mhm. Und die hohen Temperaturen, was soll ich sagen, die hohen Temperaturen erfordert dann halt kein ganz so großes Gewicht, ja, um es trotzdem noch auszuhalten. Und letztendlich macht das Sinn. Und es ist tatsächlich nicht die erste Rakete, die aus Stahl gebaut wird. Also bis heute wird zum Beispiel die Centaur-Oberstufe von der Atlas-Rakete und der Delta-Rakete aus Stahl gebaut. Wird dann stabilisiert durch den Innendruck einfach. Genau. Kann jeder mit einer handelsüblichen Getränkedose, Cola, Bier oder sonst was. Ich empfehle Bier, das ist unterhaltsamer. Genau. Ich habe irgendwie Diskussionen im Golem-Forum gehabt, deswegen. Und also da habe ich dann gesagt, man sollte einfach eine Bierdose, das nächste Mal nehme ich eine Bierdose, dann regen sich vielleicht nicht so viele Leute darüber auf, dass ich das Ganze mit einer Dose verglichen habe, wenn ich dort war es eine Cola-Dose. Ja, also es ist, kennt das ja, Bierdose, wenn sie ungeöffnet ist, kann man sie kaum eindrücken, beziehungsweise sehr stabil, ja, macht sie auf und auf einmal verliert sie ihren Druck und man kann sie einfach so zusammenpressen. Genau. Und das ist dann das gleiche Prinzip bei den Raketen. Die ganz frühen hier, die Mercury-Redstone-Raketen, haben auch so funktioniert. Gibt es ein sehr lustiges Bild. Atlas Mercury. Wo die in Druck verloren hat und nicht abgebrochen ist, sondern einfach wie so eine Hüpfburg, einfach so, die Spitze, ja, war so abgeknickt. Genau. Also sah, sieht sehr unterhaltsam aus. Schaut euch meinen Golem-Artikel an, da ist das Video mit drin. Ja, genau. Und wir haben jetzt kaum noch Zeit, deswegen machen wir ganz kurz noch so einen kurzen Statistik-Fu, wo wir eigentlich nur erwähnen wollen, dass China dieses Jahr 35 erfolgreiche Raketenstarts hatte und damit zum ersten Mal in ihrer Geschichte das Nation-Ranking anführt. Ja, USA haben 30, glaube ich. Ja, und Russland, glaube ich, auch so um den Dreh. Weniger. Ja, weniger, aber auch nicht so weit entfernt. Und es waren auch, glaube ich, nur 2 Proton-Raketen oder so. Ja. Die ESA hatte, ich glaube, 6 Ariane-Raketen. Wie viele Sojus waren es? Es waren nicht so viele. Ich glaube, 5 Sojus und 3 Vega oder irgend sowas in der Größenordnung. Genau, und ich habe auch hier rausgesucht, das erste Mal seit 1990 sind mehr als 100 Raketen erfolgreich gestartet worden insgesamt. Ja, das erste Mal seit Ende des Kalten Krieges. Ja, im Grunde das. Das ist das Ding, also im Kalten Krieg wurde halt sehr viel gestartet. Sehr viel auch von der Sowjetunion, weil die Satelliten damals nicht für so lange Lebenszeiten einfach ausgelegt wurden und relativ bald zurückkamen und dann musste halt wieder neu gestartet werden. Mhm. Hatte den großen Vorteil, man konnte die Sojus-Raketen einfach in Massenproduktion herstellen, das war dann auch gar nicht so teuer. Mhm. Und man braucht nicht ganz so teure Satelliten. Während die Amerikaner sehr stolz darauf waren, wie lange ihre Satelliten aushalten, aber sie entsprechend teuer waren sie und entsprechend selten wurden sie gestartet. Entsprechend weniger Raketen brauchte man, umso teurer wurden dann die Raketen und ich bin mir nicht sicher, ob das eine oder das andere besser ist. Ja. Gut, in Anbetracht der fortgeschrittenen Zeit machen wir jetzt eine ganz schnelle Verabschiedung. Ja, und sagen einfach Tschüss. Genau, wir sagen Tschüss, wir bedanken uns an alle Live- und Post-Live-Zuhörenden. Ja. Bedanken uns für ein schönes Jahr, bedanken uns natürlich an alle Spendenden, die uns ein schönes Podcast-Jahr finanziert haben mit ERC und einem Drum und Dran. Genau. Und wir hören uns auf jeden Fall irgendwann im nächsten Jahr wieder. Wir hören uns irgendwann im nächsten Jahr wieder. Bei dir ist noch ein bisschen unsicher, April, Mai, Juni, was ja in der Größenordnung. Wie gesagt, es kommt noch eine Interviewfolge von mir mit raus. Ich habe auch vor, mit dem Lutz Neumann, der schon mal bei den Küchengesprächen, bei der Küchengesprächsausgabe dabei war, mit dem werde ich auf jeden Fall auch noch was aufnehmen. Sehr gut. Also wir werden euch nicht völlig alleine lassen. Genau. Also dann auf Wiederhören. Tschüss. Okay, tschüss.